leugnet niemand die angespannte Situation, auch wir nicht. Aber es handelt sich nicht um Marktversagen, sondern im Gegenteil, die Märkte funktionieren sehr gut. Die Märkte zeigen nämlich an, dass wir eine hohe Nachfrage bei einem knappen Angebot haben. Wir können darauf reagieren durch die individuelle Unterstützung von Bedürftigen, zum Beispiel durch eine Subjektförderung à la Wohngeld. Vor allen Dingen muss aber Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden. Und das geht nur, indem mehr gebaut wird, denn eine Enteignung schafft nicht eine einzige zusätzliche Wohnung. Übrigens in dem Zusammenhang mal, hier wird gesprochen über Soros und Spekulanten und so weiter. In welchem Zustand waren denn die öffentlichen Wohnungen, die damals privatisiert worden sind, wo Private dann in Sanierung investieren mussten? Und wem gehören heute diese Wohnungsportfolios? Lebensversicherungen, Versorgungswerke, oft sind es kirchliche Träger. Wer da pauschal von Spekulanten spricht mit allen Nebenbedeutungen, wird der wirklichen Situation überhaupt gar nicht gerecht.